Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ihr habt mir wieder was geschrieben. Und zwar erstens, ich soll mir die Statue nochmal durchlesen. Und so, auch wenn ich das natürlich schon gemacht habe, aber ich habe mich ja gefragt, wie extrem das werden kann und hin und her. Also erstens, es gibt natürlich einen mega Debuff, wenn ich kein Brenngas mehr habe, weil eine zerstörte Statue anzuschauen, macht die Leute nicht happy. Aber unten steht auch, der Effekt jeder zusätzlichen Statue wird allerdings um die Hälfte reduziert. Bedeutet, erst 4, dann 2, dann 1, dann 0,5, dann 0,25... 0,125 und so weiter und so weiter. Also es wird relativ schnell tedious. Ich glaube, 2 würden sich lohnen, 3 eventuell. Das wären dann insgesamt 7%. Ist etwas. Aber das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, wir sind hier gerade dabei, grundsätzlich hier eh viel zu machen. Die Kollegen hier kippen eh gerade fleißig durch. Und so wie es ausschaut, sind wir bald so weit, dass wir hier die Front durch haben. Was ich mega, mega cool finde. Und dann können wir auch Stück für Stück hier weiterarbeiten. Ich muss mir nur überlegen, wo ich mir vielleicht ein paar Bagger klaue. Ach, schön, wir haben jetzt keinen Sand mehr. Wir haben kein Sandproblem mehr. Schick. Seltene Sache, wir haben kein Sandproblem mehr. Wie schaut es mit der Kohle hinten in der Mining Area aus? Schaut so aus, als ob wir noch genug Kohle haben und der irgendwie meckert. Warum? Was hat er denn? Er kommt nicht zu dem einen Gebiet, was ich hier meinen will. Meint doch einfach mal die Front hier so ein bisschen aus. Wir haben hier so viel Kohle, das ist der Wahnsinn. Aber wir haben schon wieder den Boden erreicht. Also man merkt, was für Masse an Kohle wir auch verbrauchen können mit diesen Anlagen. Auch wenn natürlich viel auf Lager gerade liegt und wir eh versuchen, einiges umzustellen. Unser Atomreaktor scheint immer noch gut zu laufen. Das finde ich sehr schön und wir sind mittlerweile aktiv bei dem hier am Verwenden. Also man sieht, dass er sich echt dauerhaft bewegt. Aber es schaut trotzdem sehr, sehr gut aus, finde ich. Schaut auch sehr, sehr ordentlich aus, finde ich. Das ist Wahnsinn. Diese Anlage ist nicht schlecht. So. Und ich glaube, mittlerweile haben wir auch die großen Probleme, die wir hatten, gelöst. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ist natürlich das Steinproblem noch da und alles drum und dran, aber ja. Ich glaube, es gibt ein paar Pony und die werden halt einfach immer existieren. Fahrzeugverwaltung. Genau, haben wir das letzte Mal freigeschaltet, dann können wir nicht ein paar mehr Fahrzeuge holen. Die Sache ist, ich würde mir vielleicht schnell 2 riesen Bagger und 2 riesen Kippmulder holen. Aus dem simplen Grund, dass ich hier vorne sozusagen die Area bearbeiten kann. Und das wäre mir relativ wichtig grundsätzlich, damit wir hier endlich mal wieder das Projekt starten können, den Umbau durchzuführen. So, wenn ich den Tower wieder zwischendurch finden würde, ne, das wäre schon teilweise praktisch. Hier ist er. Kollegas kommt hier hin. Und dann setzen wir einfach mal die Arbeitsfläche von hier nach da fest. Irgendwie so. Irgendein Kollege wird das hier schon machen. Und hier nutzen wir jetzt mal zur Abwechslung das Planiertool. Wir machen das hier über die Länge mal. Das mag ich jetzt mal probieren. Weil die Kollegen kippen sich zwar hier schon richtig schön durch. Aber wir müssen natürlich dann hier die Bagger machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute leckt das Spiel so ein bisschen. So minimal. Ey, wie schaut's mit dir aus? Können wir dich nicht upgraden? Ja, Schiffsmotor können wir upgraden. Machen wir. Schiffsmotor upgraden ist eigentlich nie eine schlechte Idee, finde ich. Warum können wir den mal wieder losschicken? Das habe ich schon ewig lang nicht mehr gemacht. Server haben wir auch schon wieder einige auf Lager. Was ist hier los? Ja, obwohl das Lager wird langsam gleich wieder voll, ne? Das wird schon. Es hat eine Zeit gedauert, hoffe ich, glaube ich, vermute ich. Also wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Es dauert bloß alles so ein bisschen. Sind jetzt beide Kollegen ja hier geupgradet.
Genau, wir haben hier letztes Mal auch aufgehört, die Anlage umzubauen. Das war natürlich auch noch so eine Sache. Aber das sollten wir hoffentlich heute auch hinkriegen. So, ich muss mal mein Mikrofon ein bisschen hinlegen. Genau. Aber das war ja der letzte Mal der Punkt, dass wir hier gesagt haben, hier bauen wir auf. Dass das hier dann rankommt und hier die Förderbänder rausgehen. Genau. So, was ist jetzt? Montage robotisch 2 ist freigeschaltet. Schicke Sache. Wenn ich mir zum Beispiel hier anschaue, robotisch 2, das könnten wir uns easy leisten. Ich würde mal gerne gucken, was die so drauf hat. Mikrochip-Maschine 2. Könnte auch übel sein, Leute. Könnte echt übel sein. Hier. Wenn ich schaue nach... Was ist denn das, was wir da rausballern eigentlich? Elektroplatten, ne? Elektronik 2, da habe ich es gerade gleich sogar gesehen. Nein, ja. Ich will es nicht bauen, ich will es mir angucken. 24 zu 12 wahrscheinlich, oder? Ja. Damit sollte wesentlich mehr produziert werden können. Wir bauen mal einen, einfach zum Testen. Das sollte hoffentlich schon ordentlich was bringen. Farblich einfach nur Unterschiede, die ansonsten gleich ausschauend. Aber in dem Spiel kann man nichts einfach nachstellen, weil dieses Spiel schaut echt gut aus. Ah, schau, jetzt läuft die Produktion, deswegen. Hoffen wir mal, dass das ausreicht, was wir jetzt hier machen. Aber jetzt, oh, jetzt wird die Anlage leer. Oder wie sehe ich das gerade? Schluckt die jetzt so viel? Holy shit, schluckt die. Ist ja ein richtiger Schluckspecht. Also wir müssen eigentlich das dann hier schnell umbauen. Der zweite Bagger ist ja auch gleich fertig. Das hat sich auch noch keiner drum gekümmert, aber okay. Ich glaube, du kriegst auch noch... du darfst Schlacke hier verkeppen. Du darfst... Kompost lass mal raus, aber Kies darfst du meinetwegen auch verkippen. Was hat denn der? Der hat keinen kompatiblen Lastwagen. Kriegst du noch, keine Sorge. Hier sind 6 zugewiesen, wir weisen hier mal davon 2 zu. Ich kann welche noch die 2 zugewiesen lassen. Ich kriege ja eh die anderen nach. So, die Bagger bewegen sich schon mal. Das ist super. Weil dann können wir das planieren und haben einfach die Fläche einsatzbereit, wie wir es brauchen. Gut, aber wir müssen halt jetzt echt schauen, dass wir hier die Anlage vielleicht wieder in Gang kriegen. Also als erstes müssen wir das sowieso bauen, weil... Was brauchst du nochmal? Du brauchst Wasserstoff. Ah ja, stimmt, da war letztens das Problem. Die Frage war, wo wir den Wasserstoff hin tun. Da war ich, genau, weil das braucht 6, 12 oder 24 brauchen wir, 24 Wasserstoff. Was ja bei einer Wasserstoffanlage, wo ist er denn? An eine, nee, hä? 2 von denen rankommt, genau, 2 von denen brauchen wir. Um Wasserstoff zu produzieren. Ich glaube, ich wollte die hier irgendwo platzieren. So war die Grundidee. Hier die seitlich hin platzieren. Irgendwie so hatte ich es mir gedacht. Also einmal hier und dann nochmal kopieren. Flippen. Genug Abstand dazwischen sollte das auch passen. So, natürlich hier alles auf Wasserstoff umstellen. Ach, da hatte ich mir den Spaß gemacht, ne? Was war hier mein Plan? Ich habe hier diese Dampfröhre durchplatziert.
Ich könnte hier wahrscheinlich die einfach mal drüber setzen. Warte mal, wenn ich hier dich ausschneide. So. Sollte das ganz schnell gehen, ohne Probleme. So, okay. Perfekt, dann haben wir nicht hier so die Anschlüsse, so wie es sein soll. Genau so soll das sein. Und dann können wir mit den anderen hier reinfahren, dann seitlich. Oder hier vorne so schräg rein. Ich hoffe, dass jetzt sich das Lager dann noch auffüllt wieder. Es scheint so, als ob wir hier langsam die Fülle wieder nachkriegen. Und dann sollten wir hier hoffentlich auch den Tank wieder auffüllen können. Ich muss ein Auge darauf einfach ein bisschen offen halten. Wo sind die Kollegen hier unterwegs? Ah, ihr habt keine Verkippflächen mehr. Wo sind die Bagger hin? Warum verkippt der hier hinten? Melde, wenn etwas nicht verkippt werden. Aber du darfst doch verkippen. Genau hier. Nutz doch die Möglichkeit, hier zu verkippen. Guck, wir machen das ganz simpel. Ich sag dir jetzt... All das hier muss auf zugekippt werden. Bedeutet, du kannst hier eigentlich in der Gegend verkippen. Du musst nicht 4 Kilometer fahren. Schlacke und Gestein hat er. Was hier verkippt werden kann, weißt du was? Ich gebe dir auch Erde dazu. Dann fährst du einfach nirgends mehr hin. Sollte doch hoffentlich dann kein Problem darstellen, wenn ihr das hier um die Ecke verkippt, oder? Den muss ich jetzt ganz kurz zuschauen, bevor wir hier irgendein Problem kriegen. Hier sind noch 14 drin, okay. So, du bist voll. Wo fährst du hin? Warum? Er hat hier Verkippfläche und der fährt 4 Kilometer weit. Exportroute. Hierhin. Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen, ehrlich? Ich verstehe es nämlich nicht. Warum fährt er die Erde nach hier hinten? Beziehungsweise das ganze Gestein. Habe ich hier irgendwas übersehen, was ich sagen kann? Es hat keine Import-, keine Exportrouten. Wenn ich ihm sag, planier, dann planier doch einfach. Aber anscheinend reicht es dem nicht. Wie schaut's aus? Es wird leer. Die fressen dich doch schon ordentlich, finde ich. Wir müssen leider wieder kurz die anderen Anlagen schließen. So, jetzt muss ich hier trotzdem noch mal kurz... wo ist es denn? Schornstein? Zack. Ah, hier, hier. Heute leckt es ein bisschen. Oh, warte mal. So, okay. Und jetzt brauche ich nur noch einen Wasseranschluss. Nehmen wir Rohrleitung 2.
So, okay. Hätten wir die Probleme schon mal gelöst? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Gut, und dann brauchen wir nur noch das Förderband 3. Ah ne, das flache Förderband 3, Entschuldigung. Das ist der seitliche Anschluss hier. Gut, okay. Aber ich habe vielleicht eine bessere Idee, wieso? Machen wir es doch einfach wie folgt. Wir machen hier flache Aufzüge hin. Flippen. Den kopieren wir. Und dann machen wir hier flache Förderbänder dran. Fertig. Gehen hier auf Kopieren. Ah ne, nicht kopieren, sondern fertigstellen. Auch von euch zwei. Und dann müssen wir jetzt dann schnell machen, ansonsten geht es schief. Wir müssen das Ganze hier abreißen. Warte, hier ist noch ein Stück, was ich abreißen muss. Das hat überlebt. Gut, dann Rinne mit Schmelzmetall. Hier anschließen. Und hier anschließen. So, die Kollegen müssten voll sein. Also die Anlage läuft, perfekt. Dadurch wird die Masse jetzt erhöht, hoffentlich. Genau, und jetzt hat Plan wäre, von hier nach da eine Leitung legen. Und hier einen flachen Ausgleich hinsetzen. Und Priorität auf 4 aus. Dich tun wir einmal umdrehen, dann solltest du trotzdem die Priorität behalten. Das Lager fühlt sich langsam wieder gut. Währenddessen reiße ich hier mal den Rest ab. Und dann machen wir hier die neuen Rohrleitungen. Wenn die mal wegkommen. So. Und so und bauen die zwei fertig. Dann sollte das ja ganz gut funktionieren. Klar, es ist jetzt eine sehr, sehr lange Line, aber ich hoffe doch einfach, dass die Produktivität hier dann helfen anfängt. Und jetzt sollte der nicht auch seitlich dann befüllen, wenn die zwei Anlagen nicht mehr laufen. Dann verbessern wir dich auch noch.
Aber wahrscheinlich ist jetzt eher ein Problem hier bei der hier. Die kriegt von uns jetzt auch ein Upgrade noch. Wo kommt das Plastik? Ah ne, das ist Plastik Anfahrt. Plastik kommt hier aus der Anlage raus. Da sollte jetzt hoffentlich ein bisschen mehr nachkommen. Schau mal, die Anlage ist ja jetzt quasi auf Steroide aufgesetzt. Deswegen sollte die relativ gut laufen. Und von der Masse her sollte die genau das produzieren, was wir benötigen. Eine neue Steroidenanlage. Was will man mehr? Was will man mehr? Wie läuft's hier? Die Kollegen fahren immer noch 4 Kilometer weit. Und dafür, dass ich denen jetzt die Erde freigegeben habe, dann machen wir das halt wieder wie typisch. Wir machen ein paar Stücklager hier hin. Guck an. The typical setup. Ich mag es zwar nicht, aber wenn ihr unbedingt drauf besteht, dass wir es so machen, dann machen wir es halt so. Wir brauchen einmal eins für Schlacke. Einmal eins für... Nein, Gestein. Gestein. Und einmal eins für Erde. Und dann machen wir unsere Exportrouten hier hin. Fertig, aus. Und das setzen wir auf 4 leeren. Das kriegt es dann auch gleich alles verpasst. So. Leeren. Und auch leeren. Dann können die nicht hoffentlich einfach mal ein bisschen schneller arbeiten. Weil jetzt hier die Produktion ist ja schon auf der Höhe, die wir brauchen. Hier werden wir noch ein bisschen die Verkippung anpassen. Dass wir sagen, hier so und dann. So rum. Hätte ich das gerne hier. Aber die Fläche wächst schon. Bald können wir echt hier anfangen zu produzieren. Das ist mega cool. Das ist mega cool. So. So, okay. Das war halt kein verfügbares Gebiet. Oh, die Kupferanlage ist hier wieder leer. Kein Problem. Ihr grabt euch erstmal hier so ein bisschen die Wege und Gebiete frei, um zu sehen, was auf euch noch dazukommt. Aber wir haben jetzt so viel Kupfer wieder fürs Erste. Das wird uns so viel bringen. Wie läuft's eigentlich da hinten? Wie läuft's bei uns in der Ecke? Gut, sie graben sich langsam durch. Wie viel haben sie hier noch mal? Ja. Natürlich noch viel Auftrag, viel Fläche insgesamt. Aber die Flächen insgesamt, die hier genutzt werden, sind natürlich schon hammerhart. Mit jedem Stückchen kommen wir weiter, die Produktion anzupassen. Und vor allem, wenn die Flächen mal durch sind, dann können wir richtig anfangen, unsere Brenngasproduktion, endlich den Schlamm auch zu bearbeiten. Also rein theoretisch könnte ich natürlich hier schon anfangen. Aber ich warte jetzt noch kurz, bis die hier soweit sind. Weil doch noch einiges passiert und wir endlich auch mal die Flächen hier angleichen anfangen. Das ist ja eine der größten Achievements, würde ich mal nennen. Eins der größten Achievements, aber dann kommen noch 2 milden Kupfer diesmal dazu wieder. Können wir noch ein paar gebrauchen. Jetzt können wir hier alles verkippen anfangen. Dann wird das nicht eine schöne Ebene, die wir nutzen können, um das Ganze zu verarbeiten. Und das tut uns sehr, sehr gut. Und nachher können wir dann hier bis die vorne dicht machen. Und dann überlegt mal, wie viel Fläche irgendwo... Wann, wo hat es angefangen? Hier vorne, glaube ich. So tief war das Ganze irgendwann mal. Jetzt ist es bis hier vorne ausgeglichen. Easy. Wir müssen halt nachher irgendwie schauen, dass wir die Förderbänder bis hier nach drüben kriegen, damit die hier verkippen können.
Wenn wir die Fläche auch noch haben, wird das schon eine sehr, sehr geile Sache. Wie läuft's mit unserer Produktion hier? Schaut sehr gut aus. Bedeutet, ich gebe dem mal die Erlaubnis, auch wieder was zu pumpen. Weil sie fressen ja trotzdem viel und haben viel gebraucht. Also es wird halt einfach dauern, bis das Ganze hier sich wieder verfüllt. Irgendwann anders schluckt es ja auch. Die Anlage schluckt hier auch von. Aber hier scheinen wir ganz gerade... Oh, die Server sind voll. Das ist eine der Sachen. Vielleicht werden wir dann nochmal ein paar Teraflops rein investieren. In die Anlage hier. Wo war das? Wo war das? Wo war die rechten Zentren? Genau, passt so. Schnell liefern. Dann hauen wir da gleich 48 Server rein, dann hat sich das Ganze schon erledigt. Ja, insofern, ich habe so viel zur Verfügung. Absolut, ah nee, warte mal. Könnte sich ausgehen. Erhöhen wir unsere Kapazitäten mal. Ach, schade, es gehen nur 14. Aber wir haben trotzdem 220 Teraflops mittlerweile. Und not bad, not bad. Hier haben wir unser Solarpanelfeld. Noch ein paar dazu. Jetzt mal, schauen wir nochmal in die Energieproduktion hier. Können bis zu 4,74 Megawatt machen. Das sehe ich nicht halt schlecht an. Wenn ich aber auch sehe, was unsere Elektrolysegeräte fressen können. Aber immerhin, sie können rein theoretisch unsere Anreicherungsanlagen mittlerweile beschäftigen. Was können sie denn noch so alles beschäftigen? Relativ viel. Wie viel kosten unsere Server eigentlich? Wo ist unser Rechenzentrum? Rechenzentrum, Rechenzentrum, wo sind denn die? Wo sind die Rechenzentren? Müssten die nicht relativ weit... Ah, da sind sie. 4,40 Megawatt. Bedeutet, aktuell könnten wir sie mit Solarstrom betreiben. Rein. Was eine sehr, sehr feine Sache ist eigentlich. Ich sehe das sehr, sehr praktisch hier. Hier wird alles jetzt planiert. Wir müssen halt schauen, was wir wie machen. Weil ja schon auch hier die ganze Sache so ein bisschen darauf angewiesen ist, dass wir das richtig machen. Aber so wie ich das sehe, sind wir hier massiv im Vorteil. Die Verkippung läuft premiummäßig schon fast. Ich bearbeite nochmal euren Bereich. Und ihr kümmert euch primär mal auch noch hier drum. Aber wenn ich mir anschaue, was für Massen wir hier verkippen können, ist das schon echt gut. Also wir sind richtig gut dabei. Mit der neuen Arbeitsfläche können wir natürlich jetzt echt endlich mal auch den Schlamm angehen. Ich hätte nur gern, dass sie da hinten anfangen auch zu verkippen. Die Ecken, die ich noch vorhin angesagt habe. Das wäre sehr schön. Aber Stück für Stück wird eine Fläche. Das ist super. Die zwei reichen da auch vollkommen aus und die können notfalls später auch in die andere Anlage noch reinlaufen. Ich glaube nicht, dass wir hier große Probleme sonst kriegen würden. Wie läuft es mit dem Sand hier unten? Habt ihr noch genug Fläche? Habt ihr noch? Super. Ich gebe euch trotzdem schon mal einfach sonst ein bisschen mehr. Aber ich glaube, aktuell ist der Sand nicht das große Problem, so wie es ausschaut. Finde ich schön. Finde ich sehr, sehr schön. Gut. Dann haben wir aber schon wieder da relativ viel gemacht. Ah, wir haben aber hier noch... Nee, doch, das läuft auch schon. Bist du jetzt einer von irgendeiner Bedeutung bei uns hier? Nee, du bist eigentlich komplett nutzlos. Dich können wir komplett abreißen. Bedeutet, die komplette Leitung kann weg. Du kannst weg.
eine Anlage in die komplette Nutzlosigkeit getrieben. Schön. So will ich das eigentlich sehen. Also vielleicht verschieben wir dann ein bisschen auch die ganzen Sachen nach hinten. Wäre natürlich dann in dem Fall eine sehr schlaue Sache, dass wir sagen, wir verschieben es zum Beispiel nach hier. Aber ich will damit nicht anfangen, bis ich nicht die Möglichkeit so habe. Was ich aber sehr kritisch finde, ist, dass diese Anlage nicht voll wird irgendwie. Obwohl wir so viel produzieren ja grundsätzlich. Also wir können ja nicht weniger produzieren wie davor. Das geht ja rein logisch gar nicht, weil wir tun ja viel mehr Masse hier raushauen. Aber es scheint mir zwischendurch so, als ob wir viel, nennen wir es mal, weniger produzieren. Also es kommt halt mit der neuen Technik einfach so vor, dass wir... Wir tun halt natürlich auch viel mehr Fressen hier, ne? Das ist die andere Sache. Vielleicht, wenn das alles mal sich füllt, weil aktuell füllt er sich ja ganz gut. Dass, wenn das alles gefüllt ist, das Ganze natürlich wieder eine ganz andere Sicht annimmt. Aber aktuell sind wir flott dabei, das Ganze hier zu machen. Wenn wir auch anschauen, was hier runter geht... Hier müssen wir vielleicht eine Förderband-Increase mal machen. Dasselbe auch mal auf den Förderbändern. Dass die mal sich ein bisschen verflottern. Allgemein mal die Lieferung von den Sachen ein bisschen erhöhen. So, jetzt kommt nicht hier ein bisschen Masse raus. Auch wenn wir die Masse gar nicht so produzieren. Also bis heute sind wir hier, glaube ich, ein bisschen slow, würde ich schon fast nennen. Aber wir haben die Möglichkeit, es anzuliefern. Und das ist gleich viel wert. Ich glaube, das ist viel wert. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Lager sich eher increased als decreased. Was ich auch nicht glaube, weil aktuell das Lager sehr, sehr leer ist von unseren ganzen Bauwerken, die ich gemacht habe. Ja. Und hier scheint auch wieder viel in Solarpaneele zu fließen. Der frisst auch so viel. 12. Wie viel macht einer von euch? 12. Oder eins von... Wie? Habe ich hier gerade gesehen, dass ihr keine Teraflops mehr frei habt? Es wäre... Was hat meine Anlage da hinten, dass sie sagt, sie hat nicht die Möglichkeit mehr? Oh, wir haben zu wenig Coolant. Das ist das Problem. Okay. Absolut keine Sache. Absolut kein Problem. Wir kopieren euch hier hin. Ich mache mir eine neue Leitung schnell. Und schließe euch an. Dann machen wir nur kurz 6-6 und dann sollte sich das ganze Problem ganz schnell erledigt haben. Schauen wir mal, das sollte sich doch jetzt dann hoffentlich auflösen, oder? Füllt sich das Ganze wieder, hoffentlich. Ja, jetzt füllt er sich wieder. Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn auf einmal gar kein Wasser mehr da wäre. Das wäre ein grandioses Ende gewesen für sowas. Aber jetzt scheint es so, dass wir das Ganze wieder befüllen können und dann sollten die Teraflops auch stabil sein. Ich glaube, das Problem war einfach das Kühlwasser, was ich nicht hatte. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen richtig gut voran. Wir haben jetzt unsere Polyanlage hier nochmal ein bisschen erneuert. Die werden wir natürlich noch ein bisschen feintunen über die Zeit. Wenn alles gut läuft, sollte sich das dann auch mit der Zeit anpassen. Aber es schaut so aus, als ob wir echt ins Plus auch wieder mit allem gekommen sind. Mit dem Überarbeiten der Anlage und auch mit der Roboterfabrik Stufe 2. Beim nächsten Mal können wir hoffentlich endlich hier anfangen und können langsam auch die Vorbereitungen für andere Projekte wie Recyclinganlage und das Ganze vorbereiten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe ihr auch und ich würde sagen, ich würde mich über ein Abo freuen, einen Daumen nach oben und die Glocke, wenn ihr die noch nicht geklickt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also... Bis dann. Ciao.